Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Natürlich zusammen mit Sinus, es geht. Hi, was geht ab? Und wir haben in seiner letzten Folge den Hyperantrieb entdeckt und sind in eine neue Galaxie. Und hier auf eine neue Raumstation mit anderen Raumschiffen auch. Boah, guck mal, das ist voll der Frachter hier. Das ist übel heftig. Übel, riesige Ding. Man kann die auch abkaufen, aber die kosten halt ein paar Millionen. Deswegen können wir uns das nicht leisten. Aber ich habe hier gerade das hier gefunden. Und hier kann man sein Aussehen modifizieren. Und das werde ich jetzt mal eben tun. Ist, man kann verschiedene Völker auch nehmen. Alter, der sieht Wollen ja... Wollen wir dasselbe nehmen? Der sieht ja crazy aus. Ja, ich finde den Reisenden... Der hat nicht mal einen Kopf. Ich weiß nicht, ob wir dasselbe nehmen wollen würden. Können wir Kopf-Kopf-Typ? Es sieht halt... Es gibt dann teilweise übel die komischen Köpfe. Was ist das? Er hat ein Dreieck auf dem Kopf, Sinus. Ich glaube, ich nehme den, weil der so übel hohl aussieht. Okay, pass auf. Ich mache mir mal den hohlsten Charakter, den es so gibt, okay? Ey, ich glaube, ich bin echt zufrieden. Es sieht ein bisschen komisch aus. Es sieht wirklich ein bisschen komisch aus, aber ich voll den Dreieckkopf. Okay, ich möchte auf jeden Fall speichern. Anscheinend kann man das oft machen. Siehst du mich jetzt? LOL! Ich sehe mich selber leider nicht, aber... Oh Mann, siehst du mach, geil mach du auch mal, ich bin gespannt, was rauskommt, okay. Alter. Wenn ich auf Sinus warte, werde ich mir hier aber wahrscheinlich kurz noch einen Upgrade für meinen Anzug holen. Und zwar einen weiteren Inventarplatz für 10.000 Credits, die habe ich nämlich noch. Gönnung. Yeah. Alter, du bist ja ein Zyklop. Alter, sieht geil aus, oder? Mega cool, ja. Du hast das Ganze nicht so ins Lächerliche gezogen wie ich. Ein Dreieckskopf. Pinke Klamotten auch. Wie kann ich hier noch einen Slot kaufen? Du hast es ja gerade gemacht. Ja, an der Dingensline, an der Röhre. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe gesehen, dort hinten ist ein anormales Signal entdeckt worden. Ja, da müssen wir hin und da würde ich jetzt einfach mal hinfliegen mit den Raumschiffen. Okay, cool. Ist das ein neuer Planet? Was denkst du? Keine Ahnung, ich habe gerade mal C gedrückt in Raumschiff. Ein anormales Signal wurde entdeckt. Route wird kartiert. Ich würde sagen, hey ho, let's go, oder? Let's go, hier. Oh, das ist... Oh, das ist ja Saturn. Alter, fast der Saturn. Er ist ein bisschen nicht so gelb. Ich hab kein Impulssteuerdings mehr. Sinus ist hier quasi schon halb gelandet. Oh, da ist eine Raumstation, sehe ich. Hier ist echt eine Raumstation hier. Also eine relativ große, krass. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen dahin. Ey, das ist auch eine Raumstation. Leute, man hätte dort oben landen müssen. Und ich lande auf dem Boden. Auf den Landefeldern. Kann ich da landen? Wie kann ich denn da landen, sag mal? Ich habe es auch nicht geschafft, da drauf zu landen. Warum auch immer es nicht geht. Guck dir den mal an, ey. Das sieht übelst rosa aus. Und mega cool. Was hat denn der? Ist das ein Helm? Ist das eine Turtleschelle mit der Unterwasserlänge? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Kopf. Also was müssen wir jetzt machen eigentlich? Benutze X, um dein Schiff zu rufen. Nee, wollte ich gerade nicht machen. Du musst den hier ansprechen. Den muss ich ansprechen. Hier den. Echt? Ich muss den ansprechen. Bei mir muss ich den ansprechen. Ja, cool. Dann können wir mit beiden Typen labern. Okay, cool. Wahrscheinlichkeit für Reiseanomalien jetzt über 2 Standardabweichungen hinaus. Schlage weitere Hilfe vor. Bauplan angeboten. Im Gegensatz zu anderen Lebensformen, denen ich bisher begegnet bin, spricht dieser eine Sprache, die ich verstehe. Und dennoch verstehe ich nicht, was sie meint. Sie spricht, als würde sie nicht wissen, was sie sagt, als wäre sie nicht Herr über ihre Gedanken. Okay, der Alien bietet mir einen Bauplan an. Denkt man, dass man eine Antimaterie verstehen kann. Aha, wir können Antimaterie nice bauen. Ich hab's gerade gesehen. Aha, Plan. Alles klar. Cool, Antimaterie. Wir bauen aber jetzt erstmal Kobalt, oder? Chromatisches Metall. Kobalt? Warum Kobalt? Ach, hier ist Kobalt. Was brauchen wir sonst so? Einfach nur, also verdichtetes Kohlenstoff und dann das andere Gedöns ist da gerade schon. Ja, aber das ist doch Dings. Das ist, für chromatisches Metall. Kupfer, ne? Finde Kupfer mit einem Signalbooster. Stimmt, wir konnten ja auch mit einem Signalbooster so Dinger finden, ne? Ja, ich guck mal ganz kurz mit dem Signalbooster, ob ich hier irgendwo Kupfer entdecke, wenn das Spiel das uns schon vorschlägt. Nahe Strukturen ordnen. Planetarer Radarscan eingeleitet. Kann ich jetzt den ganzen Planeten sehen oder was ist da los? Oh, Alter, da kannst du ja schon ordentlich was sehen. Handelsposten entdeckt, ja, das ist schön. Weiß ich, da stehe ich ja gerade. Aber die eigentliche Frage ist, ach so, da hinten ist der Handelsposten. Die eigentliche Frage ist ja, wo ist jetzt Kupfer? So, ich versuche einfach mal hier zu landen und hoffe, dass es hier irgendwo Kupfer gibt. Ich sehe da schon Salz und ich sehe auch einige andere Gebäude. Was ist das denn hier? Aha, ein Tier. Interessant. Aber ich sehe hier tatsächlich nicht ein einziges Kupfer. Nicht ein Stück. Aber theoretisch
habe ich doch eigentlich noch fast genug Zeug, um mir Kupfer herzustellen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur... So, mit dieser Metallplatte kann ich mir jetzt nochmal neu die tragbare Raffinerie herstellen. Da kann ich dann einfach... Ich habe nämlich noch ein bisschen Kupfer ist am Start, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich baller einfach mal alles rein, was ich hier habe. Und das verarbeite ich zu raffineriertem Gedöns, Kohlenstoff einpacken und starten. Wie viel brauchen wir? Wie viel chromatisches brauche ich denn? Ich brauche 25. Ja, das soll doch passen, glaube ich, hoffentlich. Das nehme ich jetzt wieder raus, Donge, schön einmal bitte ins Inventar loggern. Und dann, ach ja, man schließt das Menü ja mit Rechtsklick. Das ist ein bisschen, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Und jetzt kann ich Antimaterie herstellen. Nice. Und jetzt? Ich glaube, jetzt kann ich damit wieder... Ich brauche dann noch eine Warpzelle. Für die Warpzelle brauche ich das Gehäuse. Und dann kann ich eine weitere Warpzelle bauen. Falls es überhaupt der Plan war. Falls es überhaupt das Ziel war. Ja, tatsächlich. Missionsziel aktualisiert. Hyperantrieb herstellen. Machen wir doch mal. Aber ich habe jetzt trotzdem den Auftrag, erschaffe ein Antimateriegehäuse. Ich fürchte, ich habe da ein bisschen zu schnell gespielt. Ich packe auf jeden Fall mal ein paar Sachen in mein Raumschiff-Inventar, weil ich zu viel jetzt schon in meinem Hauptinventar habe. Und dann sammle ich wohl noch was Ferritstaub, wenn mein aktuelles Ziel ist, dass ich ein Antimateriegehäuse machen muss. Wie läuft's bei dir, Sinus? Gut, ich habe bald 25 Stück davon und dann geht's los. Und ja, ich habe gesehen, du bist schon ein bisschen weiter, ne? Oder besser gesagt, gehört. Ja, ich kann jetzt mein Raumschiff aufladen mit dem Schnellmenü X, das ich unglaublich umständlich zu benutzen finde, muss ich sagen. Ich lade es einfach so auf, das ist mir zu umständlich. Cool, Hyperantrieb wurde auf jeden Fall aufgeladen. Erwachen, begib dich in den Weltraum, ist die nächste Mission. Okay, ich würde sagen, ich warte auf jeden Fall noch auf dich. Ich gucke mich hier einfach nochmal ein bisschen um und du sagst Bescheid, sobald wir weiter können. Ja. Geil, okay. Sinus, du bist ready, oder? Ja. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? In den Weltraum, oder? Hast du nicht da unten rechts, begib dich in den Weltraum? Doch, begib dich in den Weltraum, ja, genau. Also, let's go, worauf warten wir? Aber müssen wir schon wieder das Sonnensystem verlassen? Ich weiß es nicht. Würde ich irgendwie auch ein bisschen schade finden. Ja, Warp in ein anderes System. Bedrohung geortet? Feindliche Schiffe im Anflug? Es sind feindliche Schiffe hier. Ich hab Gegner. Leute, das ist gerade blöd, weil Internetprobleme am Start sind. Aber es ballert mich jemand ab. Ich werde abgeballert. Von wem? Von irgendeinem Sinus ist gerade in mein Zimmer gekommen, Leute. Es wird spannend. Wir können gerade nicht weiter aufnehmen, weil Sinus... Weil unser Internet hier zu Hause, ich verziehe Sinus halt nicht wegen dem Internet und ich werde angegriffen von irgendeinem Stinker. Hey, 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 mein Freund. Mir ist das Internet komplett ausgefallen. Sinus hat das Spiel verlassen. Ich muss trotzdem hier kurz überleben. Okay, es hat zumindest geklappt. Aber was war denn das? Eieieiei. Okay, ihr habt's gerade. Hey, ich wurde gerade angegriffen von irgendeinem feindlichen Typi. Hast du's besiegt? Ja, der war schwach, aber ich habe auch, glaube ich, nichts bekommen, außer ein bisschen Ferritstaub. Ja, 60 Ferritstaub, also. Keine Ahnung, ob das hier öfter passiert. Aber was wir eigentlich sagen wollten, ist, wir haben auf dem Planeten alles gefarmt, den Hyperantrieb hergestellt. Ja. Und müssen jetzt in ein neues System warpen. Okay, dann gehen wir mal wieder auf Dings, oder? Aufs Sonnensystem? Ja, wieder. Aber wir müssen schon direkt weitergehen. Ja, wir müssen ja. Also, soweit ich weiß, ist das Ziel von No Man's Sky, in die Mitte der Galaxis zu kommen. Und die. Was ist denn mit unserer Heimatbasis und so? Ja, das ist ja nicht wirklich unser. Also, man kann mehrere Basen bauen und man kann sich dazwischen teleportieren mit Portalen. Ah, okay. So viel weiß ich auch. Ah, okay. Aber ich würde mich jetzt erstmal nach Uivan. Siehst du das auch? Uivan? Ja. Hier gibt es auch mehrere Sonnensysteme, die gar nicht gedingst sind, ne? Die sind gar nicht. Genau. Wie heißt das nächste von dir? Uivan. Warte, dann bin ich, glaube ich, falsch. Und hier ist unser Reisebeginn. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Uivan. Okay, aber ich frage mich, Uivan. Hä? Also jetzt. Ich verstehe nicht, wie kann ich das auswählen nochmal? Ah, hier, Uivan. Bei mir stand eben auch, du hast das Spiel verlassen. Oh la la. Voll grün und jetzt wieder, oh. Wieso ist denn das Weltall so grün? Ich hab einen Bericht der Raumschiffüberwachungssystem. Hyperantriebfehler. Warp-Treibstoff aufgebraucht. Suche nach Treibstoffquelle. Suche, gefunden. Okay. Orientierungshilfe zu Treibstoff akzeptieren, ja klar. Orientierungshilfe, plane Route. Treibstoffquelle entdeckt. Aber nicht bei der Raumstation, ne? Nee. Ich habe die Treibstoffquelle entdeckt bei dem anderen, bei diesem grünen Planeten. Bei dem großen, mit den mega vielen Dings rundherum. Ja. Bei dem Ried, der sieht aus zum Ried. Ried Porp heißt er. Okay.
Ich würde sagen, wir fliegen da mal hin, oder? Ich würde sagen, ich bin sowas von dabei. Hier durch die Wolkendecke durch, 9 Sekunden sind wir da. Oh ja. Oh, das ist schon wieder das so ein Eisplanet, aber. Echt? Ja. Oh ja. Nee, das sind Berge, es gibt auch Grün. Okay, ich habe noch keinen Grün gesehen. Ich habe jetzt bis jetzt nur den Berg, wo ich gerade hier bin. Oh, landen. Ich finde immer geil. Ich finde immer geil, wenn man so hingeht und so komplett falsch gedreht ist, so. Okay, ich sehe Zinus gerade nicht, weil wir wegen den Internetproblemen gerade einfach voneinander getrennt wurden. Aber wir sind tatsächlich am selben Ort, nur in einem Paralleluniversum quasi. Und ja, das ist so. Wir können jetzt erstmal hier, ich glaube, wir gehen beide gleichzeitig mal hin, gucken uns das hier an, was das überhaupt ist hier, das Gedönsel. Und dann schauen wir mal, was geht hier ab. Hä? Orientierungspunkt. E gedrückt halten. Mach ich. Anomalieprüfungsprotokolle werden bereitgestellt. Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meine Gedanken Worte, ein seltsamer Ausdruck einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender? Ist das Freund? Ich würde sagen, er ist Freund, würde ich sagen. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Ja, das ist, ne? Aber offensichtlich ist irgendwas an meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ernstes? Ersteres? Ist es Letzteres? Ist es Ersteres? Keine Ahnung, was ich hier schon. Keine Ahnung, was ich anklingen soll. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er die Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Erst noch einmal, hat es purpurne Augen gesehen? Also ich habe das Auge ja nicht gesehen. Ich sage einfach mal, das Auge hat es gesehen. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm. Die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein. Dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Hä? Und ich habe eine Warpzelle bekommen? Von dem Stein? Mega logisch. Okay, danke Stein, ne, hau rein. Ich würde sagen, finde den Überbringer der Nachricht. Okay, ja, ich setze mich jetzt in mein Raumschiff und speichere mal. Ich denke mal, Zinus wird genau dasselbe machen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall bei Zinus auf dem Kanal wieder. Da geht es nämlich spannend weiter mit No Man's Sky. Da werden wir dann auch mal besprechen, was wir genau machen. Bauen wir eine Base? Wann bauen wir die BFI und tralala. Also es gibt ja, man kann ja alles machen. Man kann ja auch eine Flotte gründen und so. Schaut auf jeden Fall also in Zinus nächste Folge rein. Die kommt dann morgen auf seinem Kanal. Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.